So, da sind wir wieder zurück zu From Dust bei Tränen aus Stein. Wir sind wirklich gerade erst hier gelandet und nehmen einfach direkt mal das erste Dorf ein. Okay. Da fließt Lava und das nicht gerade wenig. Was ist hier? Ach, hier plätschert nur was Wasser drin. Also da oben ist ein Stein, den darf ich nicht vergessen. Hier ist auch noch ein bisschen Wasser. Was ist das denn? Lava und Feuerabwehr. Aha. Kann ich das nicht einfach... Ich weiß nicht, ob das geht. Ah, ich habe sogar Bombenbäume. Dafür würde ich jetzt einfach mal versuchen. Ach du Kacke. Ist da noch ein... Wo Ach du je, hier sind jede Menge Lavaquellen. Okay, das könnte heftig werden. Ach du Scheiße. Das Dorf verfackelt ja voll. Okay, dafür brauche ich dann wahrscheinlich die Lava- und Feuerabwehr. Ist ja einfach. Dann schicken wir direkt mal einen hin. Dann sind wir vor der Lava eigentlich schon mal sicher. Dann brauche ich mir darum gar keine Gedanken mehr machen. Was ist das? Jetzt suppt das da drüber, das gibt es gar nicht. Spiel vorbei, oder wie? Außer wenn ich hier noch... Wunderbar. Ach, und die Feuerabwehr hat er schon geholt. So, dann muss ich das Dorf einnehmen. Ja, macht er noch. Okay, das muss ich jetzt wieder aufbauen. Ach, da und ach du Scheiße. Hammerhart. So, das erste Dorf steht wieder. Vulkan ist jetzt auch okay. Wie? Ist hier Wasser oder? Ah, Tatsache, hier ist noch Wasser. Na komm, jetzt aber. Wasser gefrieren, ja, das kann ich im Moment weniger brauchen, aber. Wenn er meint, das wäre praktisch, dann machen wir das einfach mal. So, jetzt muss ich gucken. Da ist das zweite Dorf. Da ist sogar noch Wasserabwehr. Ja, super. Das dritte Dorf ist komplett unter Wasser. Okay, das muss ich dann wahrscheinlich wegsprengen, so wie das hier aussieht. Das vierte Dorf. Wo hängt das? Das ist da, okay. Und da ist auch der Ausgang. Ach du je, die Lava versaut mir gleich alles. Okay, das nächste Dorf steht. Und die Feuerabwehr kommt auch. Muss aber Gas geben. Kommt nämlich schon die Lava rüber hier sitzt. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Es gibt Gas! Danach schnapp ich mir. Aber auch erst, wenn die Lava weg ist. Okay. Jetzt müsste das Ding Feuerabwehr haben. Hat es sogar, oder? Nicht? Doch. Okay, wird reichlich dezimiert, aber es funktioniert. Immerhin. Haben sich natürlich ein super Fleckchen geholt hier. Und die Quelle einfach zumachen geht nicht.
Jetzt fließen sie nicht mehr, ich weiß es nicht. Ob ich ihn nicht einfach wieder zuschmelzen kann. Was sucht hier noch rum? Keine Ahnung, ich versuch's jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach das ganze Ding hier dicht. Vielleicht suppt dann nichts mehr raus. Ja. Die haben auch Feuerabwehr, ist kein Problem. Jetzt wird halt nur noch interessant. Ich könnte mir überlegen, hier noch eine Wand hinzusetzen. Das wird ein bisschen knapp. Tipp. Ja, doch, ah, nee, die Wasserabwehr brauchen die vorher noch. Weil sonst säuft das Dorf einfach ab. Nicht brennen. Schnappt euch das scheiß Wasserding. Ach so, der holt das. Okay. Dann muss ich überlegen, spreng ich die Dinger schon? Ach du je. Und Grünzeugs muss ja auch noch wachsen. Ist ja hammergeil. Okay, Wasserabwehr hat er schon. Oh, 36 Sekunden. Das Dorf wächst auch nicht mehr größer. So, welches Dorf hole ich mir denn als nächstes? Hier suppt immer ein bisschen drüber. Okay, jetzt kann ich gucken. Ist da irgendwie noch was auf? Kann ich einfach so verstopfen. Ne, es klappt nicht. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich auch Lavaquellen einfach verstopfen könnte. Ich könnte es versuchen, dass ich die Wasserquelle einfach mal. Ja, Lava, komm. Na, nimm halt die hier. Ach, jetzt bist du voll. Dass ich die einfach mal verstopfe. Hat doch früher auch immer so gut geklappt. Funktioniert das oder? Ach du je. Okay, die haben aber weiterhin die Lavaabwehr, das ist super. Ich muss doch theoretisch hier oben alles verstopfen können. Hat doch sonst auch immer so gut geklappt. Und, ah ne, das läuft einfach nicht mehr ab. Haha! Dann nehmen wir einfach die Odem-Ausdehnung und saugen das Ding leer. Weil alles verschlingen kann ich im Moment sowieso nicht. Und ich muss die Kamera nochmal drehen. Jetzt werde ich hier noch wahnsinnig. Kann ich weiter raus? Nicht. Kann ich das Dorf trockenlegen oder funktioniert das gar nicht? Na komm. Doch, es funktioniert sogar. Ist ja Hammer. Wenn ich nicht gerade wieder das Wasser zurückkippe. Also kippen wir das dahin. Geht das oder? Nee, aufsaugen, nicht hinkippen. Oder läuft das immer wieder nach? Sieht so aus, als wird das immer wieder nachlaufen. Fragt sich zwar woher, aber. Nee? Muss ich nur noch. Ach, ich habe eine Idee. Komm her. Bisschen Lava. Ja, funktioniert super.
Buff. Der kotzt auch noch ein bisschen Wasser aus. Was eigentlich, wenn ich Wasser auf. Ah, der ist verdampft einfach nur. Okay, jetzt ist wieder ein Vulkanausbruch, jetzt kann ich es voll vergessen. Oh. Hier wird es auch schon immer krasser. Ha. Gibt's gar nicht. Was ist, wenn ich. Ich muss jetzt gleich auch noch nach links. Wenn ich hier einfach. Weil die haben Feuer und Wasser. Und hier lief das eben so schön zwischenher. Wenn der Kack jetzt vorbei ist, kann ich da oben ein paar Leute hinschicken. Oder ich mache den hier. Plopp. Und lass den einfach mal so eine Rinne sprengen. Na. Dann wächst da halt noch einer, ist Moreal. So. Ich könnte jetzt auch einfach schon mal anfangen, da oben das Dorf zu besetzen. Sollte ja soweit sicher sein. So, jetzt muss ich hier nur so einen Lavagraben erstellen. Wo brennt's? Da oben. Kein Problem, oder? Die anderen haben es kapiert, wie es läuft. So. Jetzt hoffe ich nur, die Dinger wachsen noch wieder. Okay. Hier ist immer noch flüssige Lava, die da rumsteht. Ist auch noch einige so. Ist das alles? Nö. Doch, das ist alles Magma. Oder Lava, ich weiß es nicht. Und das wird dann nicht mehr fest? Doch. Die sind am Ende so eingehüllt. Ach du Kacke. Jetzt müssen wir aber wirklich Gas geben. Weil das Dorf steht. Jetzt brauche ich nur noch die Wasser- und die Feuerabwehr am besten da oben. Und dann kann ich mich nach links begeben. Dann ist es ja eigentlich schon gepackt. Ich kann ja jetzt schon welche von da nach darüber schicken. Ha! Ach, ich muss noch da hinten den Stein holen. Den man gar nicht mehr sieht. Das kann ich ja erst, wenn der Vulkan aufgehört hat. Sonst verkokeln mir die Manneken. So, das ist komplett geschützt. Das ist komplett geschützt. Ah, na, komplett ist auch falsch. Ich könnte mir einfach mal die Lava hier schnappen. Und hier einen kleinen Wall aufschütten kommen. Och, ich will nicht immer diese Kackdinger. Aber ich müsste jetzt auch mal einen da hochschicken, weil sonst wird das viel zu spät. Das Geheimnis will ich nämlich auch noch mitholen. Da ist irgendwie eine Wasserquelle. Alter, nee, ne? Jetzt wird er auch noch ersoffen hier.
Oder wie läuft das? Kommt da immer noch Wasser raus? Zu Hilfe? Irgendwer ersäuft. Und haben wir jetzt hoffentlich versiegelt.